Sie war mutig, lebensfroh, unbeugsam und feinsinnig. Heute vor genau 90 Jahren starb Angela Nicoletti mit nur 25 Jahren. Die junge Katakombenlehrerin Nicoletti wurde hier im Südtiroler Unterland im Agreit 1905 geboren. Sie hatte immer schon eine ausgeprägte Liebe zu unseren Traditionen, zu unserer Kultur und zu unserer Sprache. Und so traf es sie äußerst tief, als nach dem Ersten Weltkrieg Südtirol 1920 offiziell von Italien annektiert wurde. Der Traum Nicolettis war es immer, Lehrerin zu werden. Doch die Epoche sollte ihr einen Strich durch die Rechnung machen. Nach der Machtergreifung der Faschisten und der sogenannten Lex Gentile wurden alle deutschen Schulen in Südtirol verboten. Es durfte nur noch Italienisch gesprochen werden. Südtiroler Lehrer wurden entlassen und durch italienische Lehrer aus dem Süden ersetzt. Kanonikus Michael Gamper gab die Formel aus, dass von nun an jeder Keller, jedes Bauernhaus und jeder Dachboden zum Unterrichtshaus werden sollte. So wie die ersten Christen in den Katakomben sollten nun die jungen Südtiroler im Verborgenen die deutsche Sprache und Kultur lernen. Hunderte mutige Frauen und Männer waren bereit, sich dieser Aufgabe zu stellen. Und an vorderster Front Angela Nicoletti. Viele Male wurde sie von den Faschisten verhaftet, eingekerkert, bedroht, gedemütigt und schlussendlich ihres geliebten Heimatdorfes Kortatsch verbannt. Die Verfolgung durch die Faschisten gab der ohnehin angeschlagenen Gesundheit der jungen Angela Nicoletti den Rest. Viele Jahre litt sie unter Krankheiten, die letzten Monate ihres Lebens war sie bettlägerig. Und am 30. Oktober 1930 endete nach nur 25 Jahren ihr junges Leben. Heute ist sie hier auf dem Friedhof von Kortatsch in einem Ehrengrab beigesetzt. Als Bezirksgruppe der Südtiroler Freiheit im Unterland gedenken wir heute dem 90. Todestag von Angela Nicoletti. Angela Nicoletti war das Symbol der deutschen Katakombenschule in Zeit der faschistischen Unterdrückung in Südtirol. Ihr Lebensziel soll Auftrag und Verpflichtung sein an die heutigen Politiker, sich weiterhin dafür einzusetzen, dass die Grundlagen der Ausbildung in der Muttersprache nicht aufs Spiel gesetzt werden. Wir alle sind dazu aufgefordert, das Recht auf Gebrauch der Muttersprache tagtäglich neu einzufordern. Sei es bei den Carabinieri, sei es bei der Polizei oder bei sonstigen öffentlichen Ämtern. Wir müssen auf unser Recht bestehen. Wir sind es Angela Nicoletti und den über 500 Katakombenlehrerinnen schuldig.